Jetzt in dieser Serie wollen wir euch drei Exploros vorstellen. Heute natürlich eins, nächste Episode das zweite und dann nochmal das letzte in Schmankerl. Und diese Räder stehen da. Und wir fangen jetzt an mit dem Rad. Das ist das Einstiegsmodell. Und jetzt klettere ich hier runter und zeige euch die Details. So, in dieser Serie geht es um das in Anführungsstrichen Einstiegsmodell von dem 3T Exploro. Für die 3T Exploros haben wir auch schon mehrere Videos auf dem Channel. Für die, die das ganz neu ist, ist es also ein Gravelbike, was ihr wunderbar hier auf diesen schottrigen Geländen fahren könnt, wo wir auch auf dem Gelände fahren können, wo wir es jetzt auch drehen, im Wald, die Feldwege. Und so ist das Rad jetzt auch ausgestattet. Also ihr seht, dieser Carbonrahmen hat einfach hinten so viel Platz, dass ihr hier an Reifen reinmachen könnt, was ihr wollt. Jetzt seht ihr ja diesen Cyclecross-Reifen. Dieser leichtstollige Reifen, ungefähr 37 mm in der Breite, ist jetzt hier bei diesem Komplettrad auf 28 Zoll Felge. Ihr könnt natürlich auch 23, 25, 28, 32 mm glatte Rennradreifen auf auch eine 28 Zoll Felge reinmachen und habt eigentlich auch ein ziemlich gutes Rennrad. Vorne an der Gabel das gleiche Spiel. Wie viel Platz bietet der Durchlauf der Gabel? Ihr seht ja, hier ist der gleiche Reifen, ungefähr 37 mm breit und es gibt noch so viel Luft für noch breitere Reifen. Das heißt, ihr habt gesehen, es gibt so viel Platz noch bei 28 Zoll Felge, dass ihr auch durchaus 40, 42 mm breite Reifen drauf machen könnt. Könnt es wunderbar als Cityflitzer nutzen oder wo auch immer ihr fahren wollt. Also die 28 Zoll Welt sollte jetzt jeder verstanden haben. In dieser Serie, in dieser Dreier-Serie, im dritten Part, werde ich euch auch eins von den Exploros zeigen, wo wir 27,5 Zoll Felgen drin haben mit etwas noch breitereren Reifen. Das kommt am Ende dieser Serie, also bleibt bei dem Kanal, dann seht ihr das auch noch. Wir haben aber auch schon noch viele andere Videos, wo wir euch das erklärt haben. 28 Zoll Felge, 27,5 Zoll Felge in diesem Rahmen. Sprechen wir ein bisschen über Preise und sprechen wir ein bisschen über Ausstattung. Ich habe dieses Rad in der Serie als erstes Rad gewählt, weil es auch momentan das aktuell günstigste Komplettrad ist, was 3T anbietet. Der Exploro-Rahmen, das Herzstück und das Kernstück für dieses Fahrrad. Wenn ihr euch überlegt, dieser Rahmen ist ja bei all diesen Rädern der gleiche Rahmen, nur die Gabel unterscheidet sich ein ganz kleines bisschen in der Grammzahl. Allein der Rahmen würde ja ungefähr mit 3000 Euro zu Buche schlagen. Preise ändern sich ja immer mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Von daher bin ich eigentlich immer sehr vorsichtig, in den Videos genaue Preise zu nennen. Aber wenn ihr überlegt, der Rahmen verschlingt das Rahmenset, also Rahmengabel, Steuersatz, Sattelstütze, verschlingt ungefähr 3000 Euro. Ja, so viel kostet auch dieses komplette Bike. Also, was hat 3T hier gemacht? Sie haben also ein einfaches Spec, also eine Einstiegsschaltung, Einstiegslaufräder und natürlich keine fancy Komponenten dran gebaut, aber ihr habt ein fahrfertiges Rad für den Preis, was eigentlich nur der Rahmen kostet. Gehen wir kurz in die Details. Ihr seht hier von SRAM ein Rival-Schaltwerk, natürlich nicht elektrisch, das geht für den Preis nicht, mechanisch geschaltet, mit 11 verschiedenen Gängen. Und ihr seht schon, das leichteste Ritzel, das große hier, ist natürlich auch wunderbar für Bergübersetzung geeignet. Ja, was die Kurbel angeht, seht ihr hier eine One-By-Schaltung, das heißt, ihr habt hier keinen Umwerfer mehr. Hier wird ein einziges Kettenblatt verwendet, aber falls ihr das mal umrüsten wollt, und das ist ja auch eine gute Message, ihr könnt ja hier einen Sockel anschrauben und wieder mit zweimal, was auch immer ihr dran machen wollt, ganz klassisch die Schaltung, wie ihr es gewohnt seid, ranschrauben. Also, summa summarum, ein super geiler Rahmen mit einer schönen Farbe. Die Farbe weiß ich jetzt nicht, wie ich sie nennen soll, aber ich würde sie vielleicht so mint, blau, blau, hellblau, blau, blau. Irgendwie in dem Blau, ich glaube, es heißt Blue Water. Wir gehen ja nochmal mit einem Schwenk drüber und dann seht ihr das Fahrrad in Details. Aber wichtige Message wäre mir, ihr könnt mit so einem Rad erstmal auf die Piste gehen. Braucht euch nicht schämen, braucht euch sowieso nie schämen für kein Rad der Welt. Aber ihr habt schon mal eine super gute Basis, wo ihr sagen könnt, Mensch, die elektronische, meinetwegen Ultegra oder die High-End-Laufräder oder dieses oder etc., das mache ich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren als Projekt. Das ist meine Message für dieses Bike.
Das war's für dieses Bike. Das nächste in der nächsten Episode ist eins mit Shimano GRX. Freut euch drauf, bleibt am Kanal. Los jetzt, lach nicht, ich muss das hinkriegen. Ist ja bei dir ein bisschen anti-Knie, stimmt ja auch jetzt, ne? Jetzt wird Sommer und die ist dann Gefieder. Da musste piep, 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 piep.